Hi und willkommen YouTube bei unserem neuen Kanal. Ich habe den Namen vergessen. Der heißt einfach Simply Unlucky. Genau, Simply Unlucky. Und nein, wir haben es nicht nach diesem komischen YouTuber orientiert und ich kannte den Typen auch nicht vorher. Ich auch. Demnach sorry und nein, wir sind kein billiger Abklatsch. Aber naja, jetzt fangen wir mal. Wobei, die Videos von denen sind echt gut mitunter. Ich habe keine Zeit geguckt. Er geht voll ab, wenn er irgendwelche coolen Sachen aus den Boostern zieht. Ja. So, jetzt wollen wir allerdings hiermit starten. Ich fange mit geilster Trick an, Ghost Trick, nach neuer Art, mehr oder weniger. Also, was heißt neuer Art? Also, es ist noch nicht ganz auf dem neuesten Stand, aber so wie ich es jetzt momentan spiele. Allerdings. Entschuldigung, aber die Fliege geht mir auf den Sack. Ja, mir auch. Ja. ist nicht ganz auf dem neuesten Stand. Ich würde da theoretisch noch einen Schreckenskobold spielen, aber das ist jedem frei überlassen. Genau, eigentlich gibt es sowas wie Schneiden. Echt. So, dann fangen wir nochmal an mit dem Main Deck. Extra Deck kommt später. Hier nochmal ein Alucard. So, ich spiele dreimal Yangishki. Kann ich mal wieder ein bisschen aussuchen, das ist glaube ich angenehmer für euch. So, drei Yangishki. Ein Stein. Das klingt so komisch. Ich habe letztens einen gesehen, der hatte bei Steinen Druckfeder, stand oben wirklich Geistertrick Frankenstein. Das war kein Druckfeder, die haben es nämlich geändert gehabt. Echt jetzt? Ja. Und wieso kriege ich das wieder nicht mit? Also damals hieß der Frankenstein, jetzt ab MP14 heißt er, oder ab SHP, SP, keine Ahnung welches Pack da war, heißt er nämlich nur noch Stein. Warum, wie behindert ist das denn? Das klingt das nicht den ganzen Spaß. Ja. So, und dann spiele ich eine Geistertrick Mumie. Und ja, das Deck habe ich vorher nur einmal gegen ihn ausprobiert. Nicht mehr so. Das war zweimal. Jo. Einmal habe ich gewonnen. Ja. Durch Decktod. Ja, also das Deck an sich spielt eigentlich auf defensiv. Also wer damit Angriff will, hat Pech. Ja, wobei nicht wirklich. Wenn man was rausholen kann, dann. Ja. Kann man was rausholen. Genau. So, dreimal Geistertrick Gespenst. Zweimal Geistertrick Fetisch im Frost. Also. Frost? Ja, das sieht ein bisschen komisch aus auf der Kamera, wegen Licht, aber das ist ja nicht so schlimm. Seht ihr, was es sein soll? Ja, sieht jeder. Einmal Geistertrick Puppe, einmal Geistertrick Kriegswolf, einmal Geistertrick Yeti, einmal Geistertrick Ghoul. Und warum ich Ghoul spiele, auch wenn es viele davon abraten, es ist einfach nur, hallo, der hat sau viel Angriff, greifst an und kannst trotzdem deinen Zug durchführen, problemlos. Und kannst zum Beispiel von ihm ein paar Sachen schießen. Problemlos eigentlich. Gut wie problemlos. Ja. Und wenn ich dann noch Kacke ziehe, dann hast du natürlich gewonnen. Genau. Einmal Yuki Ona. Yuki Ona einfach weil Yuki Ona und sie klingt cool und sieht aus wie ein Anime-Figur. Ranzoom. Yuki Ona. Ein Mary. Zwei Hex. Oh, noch ein Frankenstein. Oh, ich hab, muss zu sagen, gerade in der nicht mal ansatzweise Ausnahme habe ich gefaked gehabt und habe das Deck nochmal gemischt. Ups. Ich spiele so mit zwei Steinen. Zwei. Warte, hier habe ich noch eine Facecam. Zwei Steine. Ich spiele zwei Steine. Zweimal Torguide. Torguide bei Torguide. Buch des Lebens. Geistertrick Villa dreimal. Dreimal verbergende Schwerter. Und wer jetzt nicht weiß, was die alle können, dann. Mal kurz zusammengefasst, Villa besagt, Geistertrick-Monster können direkt angreifen, beziehungsweise alle Monster können direkt angreifen, aber wisst ihr, was ich meine? Verbergen Schwerter verdeckt die Karten und Buch des Lebens holt den Geistertrick wieder, also Zombie. Und du kannst dann noch ein Monster vom Gegner aus dem Friedhof banishen. Genau, das ist ehrlich gesagt ziemlich einfach, beziehungsweise ziemlich angenehm. Ja, bei den Vampiren macht das manchmal echt Spaß. Oder unter das Drachen. So, dann einmal Verlockung der Finsternis zum Ziehen. Buch des Mondes, weil Buch des Mondes. Ewiger Albtraum, um zwei Monster wieder zurück auf deine Hand hinzuzufügen. Mal wieder mit Kamera. True Nord. einen Bottleless Trap Hole. Reisende Tribut. Weil ich die eigentlich rausmachen könnte, weil die eigentlich unnötig ist, komplett. Ich bräuchte noch einen. Zwei Go Around. So nebenbei ein. Zwei Go Around.
geguckt, also Geistertrick-Karussell. In Englisch klingt sie viel cooler, deswegen habe ich mir sie in Englisch geholt. In Deutsch wäre sie zwar günstiger gewesen, aber in Englisch klingt sie cooler. Ja, das kenne ich. So, dreimal Geistertrick erschrecken. Erschrecken ist erschrecken, weil einfach cool. Ein Ghostrick Vanish. Vanish klingt auch viel cooler als im Deutschen. Also in Deutsch klingt das Geistertrick verstecken. Vanish klingt irgendwie freundlicher oder angenehmer. Angenehmer, oder? Ja. Angenehmer. Zwangsehebar und eine Nadedecke. So, das war's. Main Deck. Das darf ich sogar mischen. Und dass es wieder auffällt, außer ich fail. Ha, seht ihr? Ich kann mischen. So. Bam. Jetzt kommen wir zum vermeintlichen Extra Deck. Einmal Alucard. Hey, das sieht irgendwie cool zum Kampf aus. Ein Wind-Up, den ich nicht zufälligerweise von dem Typen nehmen neben mir hab. Ich rede mit dem Stuhl. Zweimal Nummer 34. Ich glaube, ich sollte bei den nächsten Dingen irgendwas mit dem Licht noch machen. Das ist nämlich traumhaft. Mach mal das Licht aus. Haha! Zweimal süßer Boss. Ja, die ist süß. Einmal Dulan. Einmal 20, Nummer 20. Garigari Gantetsu. Betäubende Magierin. So, Nummer 43. Nummer 17 und Hai Caesar. So, wer Hai Caesar nicht kennt, ups. Lass ihn einfach unten liegen. Nein! So, Hai Caesar, der Effekt. Also, das ist eine 2-Cent-Karte, Crap-Karte wohlgemerkt, normalerweise. Ja, die habe ich glaube bei mir in der Box auch noch 5 oder 6 Mal liegen. Ja, aber der Effekt ist Hammer, einfach Hammer. Ich würde sie überall spielen, wo du Dreier spielen kannst. Falls wer die nicht kennt, du kannst bis zu 5 Xyz, also Dinger benutzen. Empfänger, ja, ja. Empfänger, ja. Wir sind hier nicht beim Synchro. Ja, Xyz-Materialien, so. Und eine Runde kannst du eine abhängen und sie bekommt während der Battle Phase pro HC-Marke 1000 Angriffe dazu. Ergo, Waschbären haben gelitten. Und die Waschbären können das auch nicht blocken, das ist fies. So, dann. Ah, der ist ganz hoch, ich weiß. Vielen Dank fürs Zuhören bei meinem Deckprofil. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.